Heute schauen wir uns an, wie wir uns einen Kalender selber erstellen können. Dazu gehen wir in Word rein. Hier kann man unter Neu Vorlagen aufrufen. Dazu geben wir hier mal Kalender ein. Dann wird mit Office.com Kontakt hergestellt und hier werden dann entsprechende Kalendervorlagen vorgeschlagen. Man kann sich hier entsprechend durchscrollen. Auf der rechten Seite hat man zum Thema Kalender noch Unterkategorien. Ich mache mal den hier auf, einen Fotokalender. Allerdings muss man aufpassen, die sind teilweise älter, das ist jetzt von 2013. Und man müsste hier praktisch dann reingehen, Jahreszahlen ändern oder zum Beispiel die Wochentage nochmal weglöschen, um hier einen ewigen Kalender draus zu machen oder halt einen Kalender, der dann einfach passt. Man klickt hier auf Herunterladen, wenn man so eine Vorlage gefunden hat und dann öffnet sich die in Word und man kann sie entsprechend bearbeiten. Ja, wenn die Blätter alle ausgedruckt sind, dann muss man sie entsprechend stapeln. Dann kommt es in diese Spiralbindemaschine rein, in den Schlitz, wo die Stanzungen durchgeführt werden. Hier muss man aufpassen, dass das am Anschlag anliegt, dass alle gleichmäßig drin sind und dann der große Hebel nach unten. Dann ist hier, sind die Blätter alle gestanzt. Und dann braucht man noch einen Spiralbinderücken. So sieht der aus. Den kann man entsprechend aufbiegen. Dann kommen hier so entsprechende Zungen raus. Und wenn man diesen Hebel nach unten bewegt, dann werden die aufgebogen und dann kann man die einzelnen Blätter hier einfügen. Wenn man den Hebel dann wieder zurückbewegt, dann ist dieses ganze Geheft gebunden. Was dann hier noch übersteht, das muss man links dann halt noch abschneiden. Ja, für unseren Kalender, da fehlt jetzt noch eine entsprechende Aufhängung. Man kann das versuchen mit dem Locher zu machen, wobei hier braucht man wahrscheinlich eher ein Stanzwerkzeug. Der Locher, der kommt auch nicht so tief. Man muss den dann praktisch so ein bisschen schräg halten, dass das hier funktionieren würde. Am besten macht man hier etwas anderes. Man schaut erstmal, wo hier die Mitte ist. Also das sind hier 21. Und dann schneidet man hier praktisch dieses Teil hier raus. Das kann man hier völlig wegnehmen. Sinn und Zweck ist, dass wenn man hier eine Aufhängung drin hat, dass man hier entsprechend umblättern kann und dass sich diese Aufhängung nicht verhakt. Von daher hier etwas reinschneiden. So, und dann eine entsprechende Aufhängung mit Draht entsprechend biegen. Also hier mal ungefähr so, sollte dann auch so groß gebogen sein, dass das hier problemlos vorbeikommt. Und dann kann man die hier entsprechend einfädeln und hier einhängen. So, das sieht dann praktisch so aus. Und man kann jetzt hier entsprechend die Blätter umblättern und die Öse, die kommt hier weiter zum Vorschein. Bei dem Kalender im Hochformat, hier müssen wir entsprechend noch was abschneiden. Wenn wir hier diese Kunststoffrücken für DIN A4 Formate verwendet. Hier sind es insgesamt 15, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier wird also wieder der Teilbereich rausgeschnitten. Hier auch wieder dieses Teil hier rausschneiden und dann eine entsprechende Öse biegen, die hier dann entsprechend Platz hat und man die Kalenderblätter entsprechend umblättern kann.